Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Jörg Spiel TV. Mein Name ist Jörg Langer, hinter mir läuft ein Spiel, aber euch dürfte dieses Video 0,0 interessieren. Erstens, von dem Spiel habt ihr wahrscheinlich noch nie was gehört. Zweitens, es handelt sich dabei um Rundenstrategie. Drittens, es hat sich überhaupt nicht gut verkauft bislang, ist schon eine Weile draußen. Viertens, es läuft auf der PS3 und sonst auf keinem System. Und fünftens, dieser Japano-Gruß- und Glubsch-Augen-Look. Also insoweit, sorry, schaltet ab, guckt euch ein anderes Video an. Ich muss es auch gleich gehen. Na gut, also, ich möchte euch heute zeigen, Valkyria Chronicles von Sega. Hat nichts mit dem gerade angelaufenen Stauffenberg-Film im Kino zu tun, ist eine ganz krude, aber faszinierende Mischung aus dem erwähnten Heidi-Look, gerade hier leider nicht zu sehen, mit diesem typischen Cell-Shading-Grafik-Prinzip, was die 3D-Grafik aussehen lässt wie gezeichnete Cartoons. Und es ist schon relativ strange, in dieser Cartoon-Grafik dann zu sehen, wie zum Beispiel fliehenden Zivilisten in den Rücken geschossen wird. Und auch sonst passieren da Dinge, die man wirklich nicht so normalerweise in Geschichten erlebt. Allerdings in einer Art und Weise, die größtenteils lächerlich ist. Also da werden Kinder in Panzern geboren, das sieht man nicht, aber man kriegt es halt mit. Da werden auf ganz krude, taktische Weise Brückenköpfe errichtet, nämlich indem ein Panzer durch Flussbette fährt. Auf der anderen Seite steigt einer aus dem Panzer und schießt erstmal einige Leuchtraketen in den Himmel, auf das der Gegner, der dort ja schon sitzt, auf jeden Fall davon erfährt, dass da gerade Truppen angelandet sind. Aber wenn man diesen ganzen Episodenkram, den man in stundenlangen Zwischensequenzen sich angucken kann, wenn man denn unbedingt möchte, wenn man den mal beiseite lässt, ist das ein ganz tolles Taktikspiel mit neuen Spielmechanismen und auf eine Art und Weise herausfordernd, dass ich euch nur dazu raten kann. Und jetzt möchte ich euch das Spiel mal zeigen. Give the orders. Isara, we ready to roll? Engaging engine. The Edelweiss is ready for deployment. Alicia could still be out there dodging bullets, buying time for people to evacuate. Here's the plan. We're gonna pick up Alicia and get out of town. All right, Edelweiss, move out! Also das sind so die Zwischensequenzen. Springen wir mal gleich zu einer Schlacht. Ich spule hier vor, das kommt also nicht vom Spiel. Das sind die magischen Videotricks. So. Prinzip ist so. Eine Seite zieht, in dem Fall jetzt der Feind. Und die andere schießt, während sich da was bewegt, automatisch drauf. Und zwar mit unendlich Munition. Es gibt Einheiten, die haben begrenzte Munition, die können aber dieses Overwatch-Fire nicht. Und ihr seht, dieser feindliche Tank schießt hier auf das Tor. Das ist nämlich das Ziel von ihm, das zu vernichten. Jetzt schaut mal, was passiert, wenn Infanteristen kommen. So, den hat es erwischt, weil er zu lange quasi aktiv geblieben ist. Und übrigens, jede Bewegung kostet immer einen Command Point. Das sind diese goldenen Medaillen. Ah, Mist. Das da ist ein Shock Trooper. Der ist schwer gepanzert und schießt mit einem MG. Und der an dieser Stelle ist sehr unangenehm für mich. So, jetzt seht ihr, der letzte Command Point ist verbraucht vom Gegner für die Bewegung dieses Infanteristen. Der Gegner ist der Computer übrigens. Ah, auch erwischt. Sehr gut. Und das war noch ein Offizier, das heißt, ab jetzt fehlt dauerhaft ein Punkt für den Gegner. So, das war jetzt mal so ein kurzes Kennenlernen. Ich zeige euch jetzt nur noch das Ende dieser Mission und gleich gehen wir etwas mehr im Detail auf die Sache ein. Der Panzer braucht zwei Command Points und mit einem lauten Kabumm haben wir die Mission gewonnen. Und dann möchte ich mal wieder etwas vorspulen.
Rand Grease, Gallia's capital. A town secure and stable since ancient times. Man hat, soviel ich weiß, 20 Soldaten aus 5 Truppentypen. Der Scout ist der schnellste und wendigste. Der Assault Trooper ist gut gepanzert, hat eine starke Waffe gegen Infanteristen. Der Lancer ist gegen Tanks gut. Der Engineer heilt Panzer und kann aufmunitionieren. Und der Scharfschütze ist langsam, aber auf große Distanzen gut. Ja, es ist richtig Arbeit, diese 20 Plätze zu füllen. Naja, aber jetzt gehen wir mal an eine längere Mission. Diese Brücke gilt es zurückzuerobern. Und dazu sind natürlich wir auserkoren. Es gibt hier 2 Angriffstrupps, beziehungsweise der eine muss unser Camp verteidigen. Das sind die, die ich gerade hier hinstelle. Der Lago zum Beispiel und der Nils, das sind Lancer. Na und mein zweiter Trupp, mit dem fange ich jetzt hier an zu spielen, der soll den eigentlichen Angriff führen. Ja, hier diesen im Schilf verborgenen Soldaten lasse ich mal erst stehen. Wichtiger ist der hier. Jetzt seht ihr oben, to kill, ein Schuss. Am Kopf trifft man weniger gut, aber dafür stärker. Und jetzt gehe ich in Deckung, beende die Aktion und kann mir den nächsten jetzt aussuchen. Das ist übrigens so, dass man irgendwann während seiner Aktion schießen kann, aber nur einmal pro Aktionspunkt. Man kann aber auch, jetzt seht ihr hier gerade Potential Lead Freak, der kriegt es hier Mali, weil er neben so einem Müll steht, einem alten Schiff. Hier wird es erklärt, dass ein verborgener Gegner am Boden schwerer zu treffen ist. Aber das Spannende ist, man kann auch einen und denselben Menschen mehrmals hintereinander aktivieren mit jeweils einem Command Point. Der Nachteil davon ist, dass er dann immer weniger tun kann, also immer weniger weit laufen kann. Die letzten 3 Command Points benutze ich im ersten Zug, um meine Camp-Verteidiger zu positionieren. Hier seht ihr jetzt 2 Fragezeichen bei der To-Kill-Angabe gegen den Shock Trooper, also keine Chance. Allerdings, ich habe einen Schuss frei pro Runde, darum mache ich das halt. Es geht hier aber darum, die Leute so zu positionieren, dass sie den Gegenangriff der Feinde quasi abwehren können. Na, das hat schon mal nicht geklappt hier. Und jetzt kommt der Shock Trooper. Ja, ja, ja. Nein, oh Mist. Und was macht er jetzt? Er schleudert eine Granate. Die wird mich ziemlich treffen, die beiden Trooper da. Und zweitens ist der Sandsackwall jetzt kaputt und bietet keine Deckung mehr. Jetzt kommt es noch schlimmer. So. Und Largo, der Lancer, wird sich jetzt des Tanks annehmen. Die Infanteristen richten gar nichts aus. Was macht der Tank? Oh, eine Panzergranate. So, jetzt bin ich dran. Und ich werde jetzt 4 Punkte hintereinander auf die beiden Lancer verteilen. Damit ich diesen Panzer klein kriege. Jetzt habe ich erstmal die Kette zerstört. Das ist relativ sinnlos, weil er ist ja schon dort, wo er sein möchte. Jetzt kommt der Largo. Machen wir wieder schneller. Finde ich süß, alles so auch im Ton etwas höher. Ihr seht immer das automatische Abwehrfeuer auch der gegnerischen Infanteristen. Das ist so ein Action-Element, weil wenn man nicht schnell die Runde beendet, feuern sie ein zweites und ein drittes Mal. Also rumlungern sollte man nicht. Jawohl! Mittlerweile sind wir schon in Runde 7 und jetzt schieße ich mit dem Panzer nicht etwa auf den Shock Trooper, sondern auf die Sandsäcke, damit die Truppen, die vorher mein Lager verteidigt haben, von unten angreifen können. Und gehe jetzt zu einem Scout auf dem Dach, also man kann auch hochklettern an Leitern, und der nimmt den zweiten verbliebenen Trooper von oben unter Feuer. Also so muss man da geschickt zusammenarbeiten. Und jetzt nochmal eins weiter gesprungen,
kommt die Rosie und besetzt die gegnerische Basis. Juhu. Valkyria Chronicles ist ein seltsam aussehendes Spiel mit einem Zeichentrick-Pathos, der mir schon nach 3 Minuten zu sämtlichen Ohren rausgekommen ist. Zum Glück habe ich nur 2. Aber als Taktikspiel ist das allererste Sahne. Und falls ihr eine PS3 habt, möchte ich euch wirklich zum Kauf raten. There you are. Ach, sehr ruhig. Ruhe. Was für Labertaschen, als wirklich.